Ja, waren wirklich turbulente Tage, emotionale Tage. Ja, mit Rino Matarazzo. Ja, war 1000 Tage jetzt auch sein Co-Trainer. Ich glaube, viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass ich Rino schon länger kenne. Ja, wir haben 2010 haben wir schon zusammen in Nürnberg gearbeitet, 7 Jahre lang. Das heißt, ich kenne ihn wirklich lange. Somit war das Ganze auch für mich sehr emotional. Der Verein hat so entschieden. Der Verein hat. Er hat mich gefragt, ob ich die Verantwortung für die Zeit, bis ein neuer Trainer kommt, ob ich mir das zutraue. Und ja, dementsprechend ist es für mich dann auch selbstverständlich, dass ich da dem Verein aushelfe. Siegdruck wegnehmen. Ich weiß nicht, ob das geht. Jeder Mensch oder jeder Spieler, jeder kann die Tabelle lesen. Also klar, es ist ein extrem wichtiges Spiel und trotzdem, ich habe es vorher schon mal gesagt, gehört eine gewisse Lockerheit dazu und die versuchen wir im Team jetzt, ja, Mittwoch, Donnerstag, heute noch im Abschlusstraining zu geben und ja, und mehr, glaube ich, geht auch gar nicht, ja. Der Rest muss dann auch von den Jungs kommen und wird von den Jungs kommen. Für uns ist aber viel wichtiger, dass wir endlich das Gefühl wieder kriegen, wie es ist, wenn man siegt und dass wir einfach, wie gesagt, mit den Fans wieder jubeln dürfen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Und am 10. Spieltag irgendwo von einem Schicksalsspiel oder Endspiel zu sprechen, finde ich ein bisschen verfrüht.